das, was wir eben so machen, das ist eben diese sogenannte In-Situ-Methode. Also wir halten den Zyklus an der lebenden Pflanze. Im Unterschied dazu steht Ex-Situ und Ex-Situ ist vor allem das Einfrieren. Die Agis friert ein, das habe ich am Anfang schon kurz erwähnt. Wir frieren für maximal 10 Jahre ein. Aber das bekannteste Beispiel beim Einfrieren weltweit ist in Svalbard in Spitzbergen der große Saatgut-Tresor, in dem die wichtigsten Sorten der Menschheit für den Fall einer Katastrophe eingefroren sind. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch, das ist wichtig und das ist gut so und das ist ein spannendes Projekt. Aber es gibt ein paar große Probleme mit diesem Tresor, warum wir das vielleicht nicht unbedingt als selbstverständlich oder uns darauf verlassen sollten, sagen wir es so. Es kann nicht ewig verwahrt sein. Man muss natürlich auch immer wieder Saatgut vermehren. Also das machen wir natürlich auch immer wieder. Wir müssen auch unsere Sorten, unsere Akzessionen immer wieder in den Anbau bringen, um frisches Saatgut wieder einlagern zu können. Aber bei wirklich guten Bedingungen, also wenn das Saatgut sehr trocken ist und kalt gelagert wird, dort oben im ewigen Eis, ist es schon so, dass man von mehreren Jahrzehnten der Lagerung ausgehen kann, wenn die Ausgangsqualität vom Saatgut auch entsprechend gut war. Das Eis schmilzt und inzwischen ist dieser Tresor teilweise unter Wasser. Und Feuchtigkeit ist nicht die beste, ja, wir haben es am Anfang schon gehört, Feuchtigkeit ist nicht die beste Bedingung, um Saatgut zu lagern. Die Besitzverhältnisse von diesem Saatgut sind nicht so eindeutig, wie man das vielleicht glauben mag. Im Prinzip steht das Ganze auf dem Grund vom Staat Norwegen. Finanziert hat das aber irgendwie Bill Gates. Irgendwie haben die Länder, die das eingeschickt haben, denen gehört theoretisch das Saatgut. Aber das Saatgut ist eigentlich ja Monsanto, Syngenta und DuPont, weil das sind hauptsächlich diese drei großen Firmen, von denen es ist. Alles irgendwie ein bisschen kompliziert. Und ganz abgesehen davon, im Falle von einer atomaren Katastrophe, die theoretisch all unser Saatgut rumpieren könnte, wer von uns geht mal rauf und nach Svalbard und holt das Saatgut? Ist jetzt nicht ums Eck, also geht man schon ein Stück hin. Und es ist noch auf einer Insel übrigens auch noch, also nicht so ganz einfach. Passiert ist das Ganze hier eigentlich in der Nähe vom Achenoer Schaugarten, nämlich im Waldviertel Krems, Kremsland. Da haben sich Menschen zusammengeschlossen, um eben dem was entgegenzuhalten, also diesen Verlust an Vielfalt, und haben sagen, mangels öffentlicher Aktivitäten in dem Bereich, haben sie gesagt, das nehmen wir selber in die Hand, haben einen Verein gegründet und haben dann festgestellt, dass es schon mehrere Gruppierungen in Österreich gab, die sich damit befasst haben, kleine Vereine, ja. Und sie haben sich dann eben, also es haben sich dann zwei kleinere Vereine zu einem Verein zusammengeschlossen und dann eben Achenoer, den Namen Achenoer auch gewählt. Hier der Achenoer bewahren wir wahrhaft lebendig die alten Kulturen. Wir versuchen ein lebendiges Erhalten der Sortenvielfalt, weil wenn es nicht lebendig erhalten wird, dann ist es unwiderruflich oft weg. Und das ist eine unserer Arbeiten hier auch im Garten, hier in dem Schaugärten oder Vermehrungsgärten der Achenoer, diesen Schatz, den wir in den Archiven lagern, nicht verkommen zu lassen, verstauben zu lassen, sondern wirklich auch in dieser Lebendigkeit weiterzubringen, noch rauszubringen, sie zu begleiten, dass sie aus Jungpflanzen erwachsen werden, bis hin zur Blüte, bis hin zur richtigen Samenreife, um dann eben geerntet zu werden, gedroschen und dann wieder für die nächsten Generationen eingelagert wird. Man braucht immer einen Pool aus biologischer Vielfalt, aus dem man schöpfen kann für die Zukunft. Und die Entwicklung von gut angepassten Sorten, für die wir vielleicht in 50 Jahren brauchen, baut immer auf dem auf, was da ist. Und dafür braucht es eben diese genetische Vielfalt. Also die Vielfalt der Kulturpflanzen ist etwas ganz Elementares. Ja, elementar deshalb, weil es geht schlichtweg um unser Essen. Ja? Also Kulturpflanzen sind sozusagen die Basis unserer Ernährung. Ja? Und von dem her ist es einmal irgendwie jedem einleuchtend, das ist schon mal irgendwie wichtig, und, ja, dass man eine große Basis hat, auf die man zurückgreifen kann. Also wir brauchen uns ja nur die Natur als Grundgerüst anschauen. Dort, wo die Diversität am vielfältigsten ist, da ist auch der Bereich am gesündesten.
Ja, einerseits ist es natürlich immer schön, wenn Leute die Sammlung selbst besuchen und dann ganz begeistert sind davon, was da alles schlummert. Und zum Teil sieht man ja auch schon bunte Farben an den Samenkörnern. Und es ist immer schön, dann, wenn man auch Rückmeldungen bekommt zu vielleicht Sortenempfehlungen, die man ausgesprochen hat. Wir geben ja auch sehr gerne immer wieder Saatgut ab. Und wenn dann eben die Rückmeldung kommt, ja, das hat an dem Standort wirklich gut funktioniert, vielleicht war es sogar eine Sorte, die historisch in der Region gewachsen ist. Und es ist dann immer schön, wenn man da dann auch das wieder in den Anbau bringen kann, durch die Hilfe von engagierten und interessierten Menschen.